Servus Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es mal nicht um PC-Hardware, sondern um ein Smartphone. LG hat mich gefragt, ob ich mir EG8X ThinQ Dual Screen Superphone anschauen möchte. Und da ich das Konzept hinter dem Smartphone ziemlich interessant fand, habe ich dem Ganzen natürlich mal zugestimmt. Deshalb schauen wir uns heute mal das LG G8X an. Das ThinQ lasse ich für den Rest des Videos weg. Das G8X ist eigentlich ein ganz normales Smartphone, wie ihr hier sehen könnt. Aber bei dem Handy ist eine Dual-Screen-Hülle mitgeliefert, womit ihr dann euer zweites Display habt. Aber erstmal kurz zu den technischen Daten des Handys und danach schauen wir uns die Hülle an. Das Smartphone hat ein 6,4 Zoll großes OLED-Display mit Full HD Plus Auflösung, so nennt es LG. Das heißt 2340x1080p. Das Ganze wird befeuert von einem Snapdragon 855 mit 6 GB RAM zur Seite. Der interne Speicher des Smartphones beträgt 128 GB und lässt sich aber per MicroSD-Karte auf bis zu 2 TB erweitern. Das G8X kann mit 2 SIM-Karten ausgestattet werden und ist natürlich staub- und wassergeschützt. Der Akku des Smartphones ist mit 4000 mAh schon sehr ordentlich, aber der Dual Screen zieht doch ganz schön Strom. Dazu aber später mehr. Als Betriebssystem kommt hier leider immer noch Android 9 zum Einsatz, obwohl es Android 10 schon seit über einem halben Jahr gibt. Aber laut LG kommt im zweiten Quartal diesen Jahres noch ein Update auf Android 10.0. Auf der Rückseite des Smartphones befinden sich 2 Kameras, welche keine Erhöhung haben. Das ist mal selten zu sehen, gefällt mir sehr gut. Hier haben wir einmal eine Hauptkamera mit 12 Megapixel und f1.8 und eine Ultra-Weitwinkelkamera mit 13 Megapixel und f2.4. Auf der Vorderseite habt ihr bestimmt auch schon die Teardrop-Notch gesehen. Hier ist eine 32 Megapixel f1.9 Kamera verbaut. Auf der Unterseite des Geräts befindet sich der USB-C-Anschluss, der 3,5 mm Klinkenanschluss und ein Lautsprecher. Das wäre es dann schon mit den technischen Daten des Smartphones. Schauen wir uns jetzt mal das Case genauer an. Hallo, hallo, hallo. Das Case ist aus Plastik, daher auch relativ leicht und natürlich gleichzeitig flexibel. Um das Handy mit dem Case zu verbinden, müsst ihr einfach nur... Katze. Um das Handy mit dem Case zu verbinden, müsst ihr einfach nur euer Handy ins Case einlegen. Das Ganze wird dann über die USB-C-Buchse unten angeschlossen, also ihr schiebt es einfach rein. Laden kann man dann leider nur noch über einen mitgelieferten magnetischen Adapter auf USB-C. Das finde ich ein bisschen blöd gelöst, denn da muss man halt immer den Adapter mitschleifen. Oder man lädt wireless auf, das funktioniert auch noch. Es kann auch sein, dass unten nicht mehr alle Kopfhörer angeschlossen werden können, denn die Buchse ist natürlich ziemlich tief jetzt drin durch das Case, da das unten relativ dick ist. Die Vorderseite des Case ist komplett verspiegelt mit einem kleinen Display drin, wo man sich dann die Uhrzeit, Batteriestand und so weiter anzeigen lassen kann. Das Ganze ist wirklich schön anzusehen, wenn es sauber ist, und leider nicht mehr so schön, wenn es Fingerabdrücke drauf hat. Das geht wirklich sehr leicht, es verschmiert richtig. Für Frauen könnte es ganz praktisch sein als Schminkspiegel, und dadurch, dass man das Handy klappen kann, kann man es auch aufstellen. Mir hätte das Ganze ein bisschen besser gefallen, wenn die Vorderseite einfach matt gehalten wäre oder sowas. Dann hätte man hier nicht so viele Fingerabdrücke drauf gesehen, weil so kann man es eigentlich nicht sauber halten. Schauen wir uns jetzt mal die Bedienung von dem Ganzen an. Wie ich finde, sieht das Ganze ziemlich robust aus und sieht meiner Meinung nach aus wie die beste Lösung aktuell, denn die anderen Scharniere und gebogene Displays, dem traue ich nicht ganz so viel zu wie dem Scharnier hier. Das ist wirklich stabil und der ganze Mechanismus ist wirklich stabil gehalten und ich schätze mal, das könnte relativ lange halten, im Gegensatz zu anderen Mechanismen bei anderen Geräten. Kommen wir nun zur Bedienung des Ganzen. Hier gibt es einige kleine Tipps und Tricks. Zum Beispiel kann man einfach eine App auf den anderen Screen schieben, indem man mit 3 Fingern in die Richtung swiped. Oder man verschiebt die App über das Quick-Menü an der Seite einfach auf den anderen Screen. Wie ihr hier seht, ist da auch nochmal eine zweite Notch oben, aber das ist einfach nur für die Symmetrie, da ist nichts dahinter versteckt. Im Browser kann man zum Beispiel mit dem Dual-Screen ein Wide-View aktivieren. Dadurch ist der Browser dann geteilt auf beide Seiten und man hat hier wirklich schon ziemlich viel Real Estate. Am besten finde ich das Ganze, wenn man das Handy dann seitlich nicht mehr hochkant hält, weil dann hat man nicht das Scharnier mitten im Bild. Beim Zocken könnt ihr euch auf einem Bildschirm ein Gamepad anzeigen lassen. Das Ganze ist auch customizable,
Also ihr könnt euch euer eigenes Gamepad einrichten, so wie ihr das möchtet. Leider gibt es nicht so viele Spiele, die das dann supporten. Aber wenn das Spiel das Gamepad supportet, dann ist das schon ganz nice. Für die Leute, die viele Videos gucken oder so, ist das auch ganz cool. Dann könnt ihr zum Beispiel auf einem Bildschirm YouTube laufen lassen und auf dem anderen Bildschirm mit euren Freunden chatten oder irgendwas suchen im Webbrowser, was auch immer. Dem Ganzen sind hier wirklich keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt eigentlich jede App parallel benutzen. Man kann Apps auch doppelt installieren. Dann kann man zum Beispiel mit zwei Facebook-Profilen auf beiden Bildschirmen getrennt surfen. Oder ihr benutzt zum Beispiel beim Shoppen einen Bildschirm als Preisvergleich. So muss man hier nicht immer zwischen irgendwelchen Apps hin und her switchen und hat einfach alles im Blick. Jetzt nochmal kurz zur Batterielaufzeit. Die Batterielaufzeit des G8X ist wirklich sehr gut, da kann man echt nichts bemängeln. Aber sobald man das Case anschließt, dann verringert sich die Batterielaufzeit um gefühlt 40%. Also ist schon enorm. Es ist wie ein zweites Handy nochmal an demselben Akku. Das frisst echt Strom. Ich finde das Konzept hinter dem Smartphone wirklich gelungen. Da hat sich jemand Gedanken drum gemacht. Denn man kann das Handy halt auch einfach ohne die Hülle benutzen. Und dann hat man ein ganz normales Smartphone und kein klobiges Ding dabei, sage ich mal so. Leider fehlt hier auch noch ein bisschen die Implementierung von vielen Spielen und so weiter, die das Gamepad nicht supporten. Laut LG sind beides dieselben Panels, aber mir kommt so vor, als hätte ich ab und zu ein bisschen einen Temperaturunterschied. Minimal, aber man sieht es halt. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich dieselben Panels sind oder ob das einfach nur ein kleines Softwareproblem ist. Ich weiß es leider nicht. Der aktuelle Preis von dem Gerät beträgt auf Amazon 529 Euro. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung wie immer. Wer sich jetzt überlegt, so ein Smartphone zuzulegen, der sollte sich wirklich Gedanken drum machen, ob er das Case denn auch benutzt. Denn mit dem Case ist der Preis wirklich unschlagbar, das ist echt gut. Aber wer nur das Handy im Endeffekt benutzt, da könnte man, denke ich, ein besseres Smartphone sich kaufen für das gleiche Geld. Und das wäre es dann auch schon von meiner Seite aus. Danke nochmal an LG, die mir das Gerät für den Test zugesendet haben. Und auch vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da, falls nicht ein Dislike. Bitte abonniert mich auch da unten. Und dann würde ich schon sagen, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ciao.